Hallo und herzlich willkommen zu Retro Ausgepackt. Hallöchen! So, wir haben mal wieder was zum Lesen, Hagen. Ja. Und wir haben hier auch so ein kleines L aufgebaut, denn ich weiß schon, was in der Kiste drin ist. Da wird der Hagen sagen, das ist, aha. Und hier wird der Hagen sagen, das, was bei ihm steht, das kann ich schon prognostizieren, das weiß ich schon. Jawohl, passt deswegen schon. Deswegen fangen wir auch mit dem Kistchen genau, hier wir an. Wir lassen den Hagen auf jeden Fall lange leiden. Ja, nur es bringt ja nichts, wenn der Hagen anfängt mit Juhu, Juhu und ja, dann gegen Ende des Videos. Das ist ja vom Spannungsbogen her sehr schlecht. Man soll im Urlaub auch immer die Reise, die super geil ist, ganz vorne nicht hinmachen, sondern eher am Ende. Dann schiebt das doch mal ein bisschen. Lass das doch mal so. Also ein paar. Und ich hätte jetzt einfach nur ein paar Zentimeter in die Richtung, damit man dich besser sieht. Ja, nee, wenn du viele. Dann mache ich mal hier schon mal. Sachen in dem Ding, dann brauchen wir hier viel Platz auf dem Tisch. Und dann. Jetzt haben wir ein kleines Kistchen. Wump. Jetzt lehne ich mich zurück. Ich kann jetzt meine Hände so mal über den Bauch zusammenschlagen. Der Dennis sagt immer, Hagen, hör auf zu lümmeln. Genau, dann machen wir mal das. Mach lieber klein, dass man es nicht so sieht. Hagen mal klein. Und wir sehen. Oh. Komm, das ging doch immer, oder? Wieso geht das nicht? Ja, das sind die Großen, das geht nicht. Doch, das ging doch immer. So. Hagen, es ist nämlich, wie du siehst, Elektor. Die Elektor. Oh, die Zeitschrift, Elektronikzeitschrift, wo auch gelegentlich was über Computertechnik drin steht. Also etwas, was wir sehr gut brauchen können für unsere Back-in-Time-Reihe. Ja. Wo ich ja mit Michael immer in alten Zeitschriften schaue und dann sehen wir, wie sich dazu die Technik entwickelt hat. Ja. An dieser Stelle, jetzt teaser ich mal an, sehr beliebte Serie, muss man sagen, Back in Time, und auch sehr beliebt die Zeitschriften mit meinen zwei Kumpels. Also ich habe mir bisher nur eine Folge angeguckt, ich gebe es ehrlich zu, bin aber vielleicht auch nicht die 100% beste Zielgruppe, auch das gebe ich zu, aber ich habe mir sagen lassen von Leuten, die es echt drauf haben, dass die echt Spaß dran haben, den beiden dazu zu hören. Das ist doch schon mal sehr schön. Ich kann ja auch mal Werbung für was machen. Du kannst auch mal Werbung machen. Das kann ich ja auch mal. So. Das ist die Elektor in ganz vielen Jahrgängen offensichtlich. Ja. Ach nee. Weil die hatte ich bisher nämlich nur für 1980. Ah ja. Und wenn man sagt, hier kann man noch mal ein bisschen. Ich habe da einfach mal ein Komplettset so. Das ist einfach mal. Guck mal da, 1977. Die sind ja echt schon. Da gehen wir ja schon an die. An die Substanz. Da gehen wir schon an die Substanz. Also da. Ja. Also ich darf sagen, ich war da nicht ein Erstleser. Darf ich das mal? 1980 liegt da noch drin. Ja, ich suche gerade, genau. Das hier ist. Hier, da ist 84. Da ist 80, genau. Das, und da haben wir den Zettel. So. Magst du die 80 jetzt auch? Die fühlen sich so einsam. Dann mach doch mal die, schmeiß mal die Kiste da weg. Und hopp. So. Dann fangen wir doch mal hier an mit 1976. Dennis, was aus dem Jahr 1976 weißt du denn noch? Da bist du geboren. Die echt wichtigen Sachen. Genau, wir haben uns ja immer ein bisschen drumherum gedrückt, aber wir haben es, glaube ich, in verschiedenen Kommentaren schon häufig gesagt, dass erklärt, wer, wann, wie. Ja, okay. Digitales. Warte mal. Jetzt muss ich gerade einen raushauen. Wenn du gerade auf der Couch. Mach doch mal groß, ich kann so nicht. Soll ich denn dem geneigten Zuschauer jetzt ins Auge gucken? Wenn du so klein hast. Also, wenn du gerade auf der Couch hockst und denkst, Mann, der ist sich aber gut gehalten. Nee, ich wollte jetzt sagen, weißt du so, ich bin selbst 52. Ich dachte immer, der Hagen, so alt wie der aussieht, ist der mindestens 5 Jahre älter als ich. Du kriegst einen auf die Nase. So, hier auf die, gehen wir auf die Zeitschriften. Also, das ist von 1976. Hier sehen wir auch, die Schrift ist, das ist 70s-like, oder? Also die Font. Ja, wobei, das ist, wieso steht denn da 71 und 76? Wahrscheinlich ist das das 71. Heft. Ah. Da war das vielleicht noch durchnummeriert. Aber das bedeutet ja, wenn das so ist, die muss ja schon wirklich von Anfang der 70er gegeben. Genau. Die konnten damals schon Buchdruck? Hm.
Und die sind hier in relativ gutem Zustand. Gucken wir mal, ob irgendwas Spannendes drin ist hier. Welchen Monat hast du da? Das ist November. Lass mich doch mal hier, komm, geh doch mal weg. Mal. Digitales Messen. Dezember. Durch Experimente kapieren. September. Guck mal, ob da irgendwas Spannendes auf dem Korb ist. Benzinverbrauchsmesse. Ja. Ah. So, Hagen. Das ist doch ein Cover, was einen direkt anspricht, oder? Ultraschallalarm, Vorverstärker. So, Dennis, auf was muss ich denn jetzt achten? Sag, hau da mal was raus. Was ist, also wir hatten die Elektro, wenn ich mich recht erinnere, schon in einzelnen Fällen auch in anderen Kisten. Mhm. Magst du trotzdem noch mal kurz zusammenfassen für den geneigten Zuschauer, der jetzt vielleicht nicht sofort erkennt, was ist die Elektro? Also die Elektro ist eine Fachzeitschrift für Elektronik. Das heißt, das ist für Elektriker, Elektroniker gewesen, um sich zu informieren über neueste Entwicklungen in dem Umfeld. Da sind auch gerne Baupläne dabei oder auch Vorlagen zum Platinen selber ätzen und sowas. Und was da ganz schön ist, dass man manchmal so auch Neuigkeiten hat, wo man sagt, oh, da hat das angefangen. Mhm. Ja, also das haben wir in den Back in Times, da suche ich mir immer so ein paar Highlights raus. Signalhorn. Ich blätter einfach weiter. Blätter einfach mal. Ich habe es ja. TV-Tennis, Teil 2. Genau, hier. Das ist so Pong oder was dann so? Genau, das ist jetzt quasi ein Selbstbau-Pong wahrscheinlich. Hier mit Schaltplan und so. Und hier haben wir. Also hier haben wir die Platine dafür. Noch nicht mal am Anfang wenigstens Screenshot, wie das aussehen würde. Ja, das wird ja vielleicht in. Das ist ja jetzt der Teil 2. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir die April-Ausgabe finden. Nee, weil das fängt ab Juni, also Mai war der erste. Ah. Ja, genau. Für die fehlt die erste. Ja. Aber auch das ist. Also auf jeden Fall ist das schon ganz, ganz interessant, ja? Dass man so quasi die erste Selbstbauspielekonsole, also eine der, also eine frühe Selbstbau Babyspeisung. Wie kriege ich den Dennis vollkommen aus dem Tritt? Jetzt mit bin sowas. Ich irritiert. Die Babyspeisung. Wir können natürlich auch hier die April-Ausgabe nehmen. Da habe ich noch was gefunden. Guck mal. Ach ja, ist das 76? Ja, TV-Tennis-Erweiterungen Teil 1. Ah, da gibt es auch ein Screenshot. Ja, das können wir auch das sagen. Das war hier, ja, die spieltechnischen Möglichkeiten des TV-Tennis lassen sich beträchtlich erweitern. Das im Juni 75 von der Lektor veröffentlichte elektronische TV-Tennis bildet die Basis. Und das sind jetzt hier, genau, hier sehen wir auch einen Screenshot. Also, das quasi 75 gab es die Pong-Bauanleitung. Mhm. Alles mit, hier war ja damals auch alles mit diskreten Bauteilen, keine Chips und so weiter. Und das ist jetzt die Erweiterung. Um zusätzliche Spielmodi, zum Beispiel der automatische Gegenspieler, also dass man Computergegner reinbaut. Das müsste man eigentlich einfach nur mal, weil, müsste man das mal machen. Dann brauchen wir nur noch den 75er, weil das war jetzt der erste Jahrgang. Da muss ich mal noch den 75er-Jahrgang besorgen, damit man dann mal irgendwie hier sowas. Also wenn du noch Elektor im Keller hast, guck doch mal. Ob man da irgendwo die Bauanleitung hat für. Die für das Dings, TV-Tennis. Aber Pong war doch ein echt verkauftes Spiel, oder war das nur so ein Selbstbau-Ding? Nee, Pong, also das Original Pong von Atari natürlich, aber es gab halt so viele Nachbauten. Ja, aber ich wollte darauf hinaus, dass also das so ein echtes Spiel war. Und wir waren halt 75, waren wir an dem Punkt, da wurde es schon abgedruckt zum selber löten. Also da war das schon quasi völlig out. Aber natürlich, selber aus diskreten Bauteilen so ein Spiel zusammenbesetzen ist schon, hat schon was. Genau, aber ich glaube, das ist wirklich hier das älteste Heft, März 76. Ja. Genau, also das, der Hagen guckt nochmal exemplarisch und derweil. Ich muss zugeben, es ist halt mein Geburtsmonat, also deswegen bin ich natürlich jetzt auch besonders neu. Ich hatte ja gehofft, da ist auch so ein bisschen Werbung, mit der auch der Normalsterbliche was anfangen kann. Nee, das ohne, dass man Elektroniker, um Gottes Willen, sage ich auch schon Elektriker, der Elektroniker bin, weil ich glaube, also das ist nochmal hier eine ganz andere Stufe, aber das ist echt so weit weg, leider von meinem Wissensgebiet, wo ich Ahnung von habe. So, hier haben wir 1977. Gucken wir mal, was wir haben. Das ist hier Dezember. Also ich bin immer, um Gottes Willen, ich bin begeistert. Und wenn Leute das auch können. Oktober. Guck mal hier, September 77. Das ist doch ein guter Monat. Lichtschranke, Infrarot.
Gegenkopplung. Allheilmittel mit Nebenwirkungen. Nebenwirkungen. Ja. Normgerechter Videosynchrongenerator. Impulsgenerator, siehst du. Das wiederum verstehe sogar ich. Hier, auf wen kann man sich verlassen? Zum Beispiel auf Ingenieur Joachim M. Ein gestandener Mann. VDI-Nachrichten. Okay. Das unsichtbare Infrarotlicht eignet sich besonders für den Aufbau einer IR-Lichtschranke. Vor- und Nachteile quasi analoge Anzeigen mit LED-Zeilen. Formant im Test. Spiele mit SCMP, Mikroprozessor-Lernsystem. Autorennbahn, der sechste Teil schließt die Artikelserie ab. Neben praktischen Tipps für den mechanischen Aufbau beschrieben. Was ist denn das, Seite 63? Während du da blätterst, also man sagt ja immer, oh, das neue Feature, Glühbirnchen und so, bla bla bla, LED ist jetzt auch saugut benutzbar. Wenn du guckst, 1976, Werbung hier für eine ordentliche LED, war noch ziemlich teuer, aber das ist schon auch damals überhaupt kein Thema gewesen. Ja. Finde ich ganz spannend. Ja, das ja 45 Pfennig ist jetzt auch nicht so teuer. Achso, 45, stimmt, ist ja nach dem Komma. 45 Pfennig, aber nichtsdestotrotz auch jetzt kein highly sophisticated Bauteil, ja, sondern Chaka. Ja, hier ist spannend. Irgendwie Senderelektronik, hier ist genau, hier ist eine Platine für ein Auto, was man irgendwie ätzen kann. Also kann man sich irgendwie hier selber so eine Art Autorennbahn, Autos selber zusammenlöten, Autorennbahn. Ja, wie heißen denn diese du weißt die, schon, diese Carrera-Bahn. Carrera, danke auch deines. Oh Gottes Willen, ich werde alt, ey. Oh Gottes Willen. Hier so werden die Reifen zusammengebastelt. Das wäre doch was für ein Jan, oder? Ich glaube, der hätte an sowas Spaß. Ja, du. Autorennbahn selber bauen. Ja, du. Hier kannst du, das benutzt du heute noch, Dennis, weil ich weiß, dass du es da rumstehen hast. Magst du da unten mal gucken? Kontakt 60. Das ist immer noch hier, das ist der Klassiker einfach. Ja, Kontaktspray und dann natürlich das Kontakt 60. Deswegen, genau, nee, ich sah gerade nur die Dose und da ich die jedes Mal in der Hand habe, wenn ich bei dir hier rumlümmel. Gut und du, aufmerksam mitarbeite. Ja, genau, du Lümmel. Oktober. Baue ein universelles NF-Mischpult. Inklusive Linear-Vorverstärker. Paranormale Elektronik. Video-Bio-Feedback. So, Dennis. Jetzt komm, reiß dich mal zusammen. So. So. Dann machen wir jetzt weiter mit 1978. ASCII-Tastatur. Ich greife jetzt mal einfach die oberste. Blättere jetzt einfach mal rein. Und ich mache mal weiter hier mit 79. Ach, guck mal, wir werden langsam anspruchsvoller. Was ist das denn? Videoskop. TV-Modulator. Okay. Dennis, ich halte gerade nur die Zeitschrift dahin. Das sagt mir, dass du könntest da auch... du könntest mir auch chinesische Schriftzeichen, ich fände die auch super attraktiv, aber es ist Y-Verstärker. Nicht so, dass ich wüsste, was ich da sehe. Das ist, Videoskop Erweiterung mit Eimerkettenspeichern. Das ist ein Oszilloskop, ein Großbildoszilloskop, das du am Fernseher anschließen kannst. Ah! Deswegen Videoskop. Ach, weil sie nicht Oszilloskop sagen durften, oder was? Nee, es ist halt ein Oszilloskop, was du am Fernseher anschließt, deswegen das Videoskop. Ja. Okay, cool. Das war der Stapel. Ja. Hier haben wir Mini-Bohrmaschinenregler, Dampflok-Geräuschgenerator, Frequenzverdoppler für E-Gitarren, Sprachverfremder. Da guck doch mal bei Mini-Bohrmaschinenregler. Da steht doch bestimmt dafür dabei auch, wofür. Universal-Antennenverstärker. Ist ja auch eine Inhaltsangabe dabei. Gitarrenverzerrer, Chorus Phasing Vibrato Schaltung. 12 bis 38. So, da hast du noch echt programmierbarer Sequencer, Gaspedal für Modellboote. Darf ich gerade mal? Ja. Drehzahlregler für Mini-Bohrmaschinen. Also, jetzt kommen wir ja mehr so in meine Lebenswirklichkeit. Richtig auf Touren. Schon seit einiger Zeit gibt es verschiedene Bohrmaschinen im Mini-Format auf dem Markt. Sie werden im Allgemeinen mit Batterien betrieben.
deren Leistungsfähigkeit aber begrenzt ist. Mit Hilfe eines rückgekoppelten integrierten Spannungsreglers kann man die Drehzahl einer Mini-Bohrmaschine in bestimmten Grenzen so einstellen, dass sie unabhängig von der Belastung konstant bleibt. Das wiederum verstehe sogar ich. Okay. Ja, das ist ja cool. Also heutzutage arbeitet natürlich mehr mit Mini-Batterien und so, aber ich meine, Akku ist Akku. So, hier haben wir TV-Spielcomputer. Also sehen wir auch schon hier mit sowas ähnlichem wie Grafik. Und den kann man hier selber bauen. Bau des Spielcomputers. Also TV-Spielcomputer ist unter Seite also, 28. Darf ich noch kurz hier, wenn du ein durchgeknallter Axtmörder bist, kannst du ja auch den Sprachverzerrer genau, bauen. Für damit man... Ja, Zerhacker und Modulator. Sau cool. Blockschaltbild. 79, wo sind wir? 79 da. Und hier hinten war irgendwo, wie man, da war doch, wie man den selber baut, des Spielcomputers, Seite 44. Anzeige des Punktestandes. Ach, das ist. Ich glaube, du musst mehr in die Mitte rutschen. Ja, ja, ich muss nur mal auf die, ich muss die Seite 44 finden. Du kannst auch oben hin, hier steht es auch. Bau des TV-Spielecomputers. Aufbau und Bedienung. Stromversorgung, Blockschaltbild, Joystick-Selektor, RAM. Du musst mehr nach da oder mehr nach da? Es tut mir leid. Ja. Da haben wir wieder Platine zum Ätzen. Und genau zu dieser haben wir nämlich hier die Grundlagen der Software. Weil bisher konnte man nur von Tape oder von Platine irgendwie was laden. Mhm. Und hier kann man den jetzt selber programmieren, den Spielecomputer, den man im April gebaut hat. Das war noch, da das war ist, noch selber Hand anlegen. Stell dir mal vor, du machst die Bastelecke und dann ist es der VD1. Ja. Also, oder der, du musst ja, die heißen ja immer nach dem Chipsatz, oder? Hießen die damals immer. Den du dann, was ist denn das? Das ist der VD1 mit dem VD1 Chipsatz drauf. Oder wir nennen es VD79, weil das aus dem Jahr 79 stammt. Okay, könnte man jetzt auch, ne? Ja. Aber das ist ja cool. Also das 79. Ja. Dann hatten wir hier ist 80. Genau, also da hatte ich jetzt schon einige, aber da gehen wir dem, da habe ich auch schon mal welche gezeigt. Ja, die mit der Dose haben wir auf jeden Fall gehabt. Gehen wir auf jeden Fall, die gehen wir mal hier weiter. So, dann kommt. 81. Jawohl, 81 nehme ich. Och, guck mal die Mädels. Was ist hier? 200 Watt Disco-Kraftwerk. Disco-Lights oder Swinging Poster. Also es war die Zeit der Disco auf jeden Fall. Wobei ich dachte, D-I-S-C-O. Neue Synthesizer-Bauanleitung ist hier mit drin. EEPROM-Programmiergerät. Ah, ein Periodensystem. Hier die Widerstände. Offensichtlich, weil das ganze, die ganze Zeitschrift ist ja schwarz-weiß und da haben sie so eine Karte. Das ist geil. Das ist, um die Widerstände, Widerstand zu, Wert zu bestimmen. So als kleine Sammelkarte. Das ist echt mal praktisch. Ja. Michael gesagt, er wusste das mal auswendig, aber ich muss das immer im Internet nachschlagen. Ja. Hier haben wir Sinclair ZX81 Personal Computer als Bausatz für 298 und fertig für 398 Mark. Was haben wir da noch? Nikart Lader, blaue LEDs, Stereo-Fernsehtonempfänger. Eine Box. Das war nämlich, du kannst hier Boxen bauen. Disco-Boxen. Ah, okay. Und das war hier Anfang der 80er wirklich neu, Stereoton. Ich erinnere mich, meine Eltern haben Anfang der 80er einen Fernseher gekauft. Okay. Und damals gab es zur Auswahl entweder Stereoton oder Zweikanalton. Also auf dem einen Deutsch, auf dem anderen Fremdsprache. Ja. Meine Eltern haben dann Zweikanalton-Fernseher genommen. Und den Fernseher hätte es aber auch in einer Stereo-Variante gegeben. Und wieso nimmt man Zweikanal? Also wieso nimmst du noch eine zweite Sprache? Du kannst ja sowieso nur einen anhören gleich. Ja, du kannst dann hin und her wechseln. Ach so, dann also da wurde, links wurde halt ausgestrahlt, links quasi Deutsch und rechts Originalsprache und dann konntest du umschalten. Ah, okay. Okay. Also das schon zu analogen Fernsehzeiten ging das. Okay. Ja. Dynamische RAM-Karte, Fernsehtonadapter mit Optokoppler. Dennis, was ist denn das da? Das habe ich noch nie gesehen. Was ist denn das?
Sind das Belegungspläne für Pins? Das sind Discolights Licht 25 Blöcken. Ach, das ist, wenn du, wenn das du sind halt, das die, ist ein Lichtboard und wo genau. du das Blinken haben möchtest, dann musst du es genau so dann machen, oder was? Na, das sind die Lichtmuster hier. Die, also das ist die Animation quasi, ja. von wie die Lichter sich bewegen. Siehst du hier, du musst das so als, also du musst das von links nach rechts lesen und dann ist das die Animation, die deine Lichter machen. Mhm. Genau. Wie auch immer das genau funktioniert. Finde ich auch peppig. Kannst du bei uns dann auch in der Bastelecke mit Kann in den ich Computer dann, einbauen? Baue ich dann mal ein. Dann leuchtet der mit. Das wäre cool. Wenn du die Tasten so blinken lassen würdest, wie das hier angezeigt wird, das wäre mal cool. Also, wir sehen, es gibt viel zu tun. Dem Hagen fällt bestimmt noch irgendein Blödsinn ein. Ja. Ja. Ah. Immer. Ja. So, dann machen wir hier weiter. Hagen muss mal hier. Mal ja, warte mal, hier ist noch eine Sammelkarte zum Z80. Da wollte ich übrigens einmal kurz gucken. Ah, Trainingskonzept. Einführung in die Programmierung hier. Ja. Kannst du noch bestellen. Ist gar nicht so teuer. So, wo sind wir? Da sind wir. 81, 82, ja. jetzt 83. Du, hast du was dagegen, wenn ich so übereinander liege? Nee. So, was haben wir hier? Symmetrisches Netzgerät, Videoverteiler, Farbregler, CPU und VDU, Blitzlichtklingel, Pseudostereo, Lichtmaschinenregler, Außenthermostat, ein Know-how-Adapter. Pocketman. Pocket. Was ist der Pocketman, ne? Ja, ist klar. Das genau ist. Aber weißt du, keine Werbung für einen Walkman machen wollen, aber dann das Riesensymbol von Philips mit einblenden. Okay. Vorne, wenn du gleich mal guckst. Ist denn hier irgendwo, guck doch mal bitte, ob du irgendwo. Ich gucke in die Anleitung. Ja, warte. Pocketman, Seite 9 bis 32. Lass doch mal einen Erwachsenen. Lass doch mal einen Fachmann mit auskennen. 9 bis 31, 9 bis 32. Der Pocketman 7000. Zum Selbstbauen wieder, oder? FM-Empfänger en Miniatur. Ah, ist ein Radio quasi. Ja. Genau, FM oder UKW. Mit Blockbatterie. Mhm. Ein Pocket-Radio. Oh, du kannst es dann... Ja, auch da wieder zum selber ätzen und die Stückliste. Ja. Kondensatoren, Widerstände, Dioden, zwei ECs brauchen wir noch und T, was ist T? Ja, wie auch immer. Ja, genau. Also hier haben wir 83. Jawohl. Dann haben wir hier noch 84. Chronojustator. Aber gut in Schuss, Dennis. Hast du echt einen Schuss, was denn, war so gut abgeschossen? Ja. Zur Messung der Ganggenauigkeit von Armbanduhren. Digitaler Kassettenrekorder für Computerfans. Wo haben wir den? Was war digitaler? Kassettenrekorder. Ah, 52. Mit dieser Schaltung machen Sie Ihren Billigrekorder zu einem Massenspeicher für den Heimcomputer. Schaltung des neuen Verstärkers, Aufnahme, Wiedergabe. Ja, du hast die erste Seite überblättert. Aber da vorne ist es ein bisschen. Weil da siehst du die Spule und die Kondensatoren dazu. Da. Digitalkassettenrekorder. Ja. Sau gut. So, dann. Da sind wir jetzt im Jahr 84 auf jeden Fall schon. Mhm. Dann. Hier 85. Ja. Lass doch mal zugreifen. C64 Kassetteninterface steht vorne auf dem Cover. Ja, ich dachte eben schon bei 84 mit dem Kassettenkopierdingsi-Bumsi. So, ich muss gerade noch mal eben gucken. C64. Da, Seite da. 47. Genau, das ist im Prinzip das, was wir eben hatten, aber jetzt halt für den C64. Auch für den VC20 geeignet. Und Gitarrenbox. Gut. Ja, sau gut. So, ich vergesse immer, dass ihr nur so von schräg oben bei mir dazu guckt. Ich finde es so cool, weil wir sitzen hier so dabei und schmökern.
So, dann haben wir 86 kommt als nächstes, das ist allerdings nicht mehr vollständig. Okay. Wusstest du aber beim Kauf oder was? Es war eine große Menge an Zeitschriften. Ich habe gesagt, komm. Ach, du hast einfach das komplette... Es war ein Komplettpaket. Ach so, und das ist halt egal, was drin ist, gib her. Ja, ich wusste, es sind Elektor und insbesondere die von Anfang der 80er haben mich halt interessiert für die für Back in Time. Ja, aber ja, natürlich, das die 70er ist natürlich auch cool. Aber das gesamte Paket war zu einem guten Preis. Also, ich weiß, wie viele Zeitschriften haben wir jetzt? Also, ich glaube, ich habe weniger als 50 Cent pro Zeitschrift bezahlt. Alles gut. Ich meine, faszinierend genug, also man muss ja jetzt mal ganz deutlich sagen, dass hier, sagen wir mal, 1980 sind ja fast vollständig, wenn du überlegst, wie viele Jahre das her ist und dass die jemand überhaupt so lange aufhebt. Und dann auch noch so in relativ gutem Zustand. Ja. Ja. Entschuldigung, ich habe gepennt. Ich habe den digitalen Multimeter da hinten angeguckt und mir so, ach ja. Garantiert made in Germany. Wo? Steht da oben. Ach, da oben, ja. Ja. Zigtausendfach bewährt. War jetzt nur ganz kurz, ich war kurz abgelenkt. Ich war da so, aha, guck mal. Guck mal, das ist doch mal eine Werbung, wo du auf Anhieb sagst, ah, da kaufe ich was. Ah ja, mhm. Oder? Das ist ja krass, oder? Wahnsinn. Hier, automatischer Lichtschalter reagiert auf Wärmestrahlung. Das ist ja mal interessant. Das heißt, der nicht Bewegungsmelder, sondern wenn eine Person im Raum ist. Ja, aber die muss ja echt warm sein, damit das Ding noch fühlt, oder? Naja, du kannst ja mit einer Wärmekamera, kannst du einen Menschen in einem Raum identifizieren. Ja, klar, aber der ist ja, also das ist ja, also. Da fehlen dir die Worte. Dafür, ich weiß nicht, also die während der Bewegungsmelder verstehe ich ja, der kriegt einfach mit, wenn da was Wischiwaschi macht. Aber ja, komm, wir gucken, ob du jetzt so eine warme Heizung hast oder einen warmen Menschen oder eine Katze oder was auch immer, es macht ja dann doch einen großen Unterschied, oder? Und wenn du dann so ein Wärme... Unsichtbarer Geist knipst das Licht also an. In jedem guten Wir überfallen ein Museum-Ding gibt es ja so einen Sensor. Das ist ja okay, aber ich fand jetzt so für Anfang der 80er... Aber man kann der Raum wird durch einen empfindlichen IR-Sensor und eine einfache Zerstreulinse, die man selbst basteln kann, in wärmeempfindliche und wärmeunempfindliche Bereiche aufgeteilt. Wenn sich ein wärmeabstrahlendes Lebewesen durch diesen Bereich bewegt, registriert der IR-Sensor den Wärmeunterschied und erzeugt kleine Spannungsimpulse. Das heißt, du kannst das halt so ausrichten, dass die Heizung nicht... Genau, deswegen, du hast ein sich bewegendes warmes Objekt. Ja. Also es ist kein stillstehendes warmes Objekt. Okay, also damit kannst du es nur einschalten. Ja. Und wenn ausschalten gehen müsste, dann bist du doch wieder bei Bewegungsmelder quasi. Deswegen, das war so das, wo ich eben... Aber ich wollte hier nur kurz was vorlesen. Darf ich hier kurz was vorlesen? Wir sind im Jahr 1986, also 1986. Nach rund 20-jähriger Entwicklungsdauer sind Lithium-Batterien im Stadium der exotischen, leicht brisanten Hochenergiepakete für Medizin und Militär entwachsen. Wenngleich noch nicht alltäglich, finden moderne Lithiumsysteme immer breitere Verwendung. Dabei weisen die auf dem Markt befindlichen Systemarten zum Teil recht unterschiedliche Eigenschaften aus. Auf neben den technischen Vorzügen spricht auch die Umweltfreundlichkeit für Lithiumbatterien, die keine Schwermetalle enthalten. Also während wir heute ja sozusagen sagen, highly sophisticated, Lithium ist super neu und toll und alles, aber leider ein bisschen doof, weil wir die irgendwie wo müssen wir die Halbleiter alle die Teile machen? In China, Zentralchina, die da rumgewaschen werden. Aber es ist auf jeden Fall schon mal weniger giftig als das, was wir vorher hatten. Genau. Und 1986 haben sie gesagt. So langsam kommt's. Ja, also ganz spannend. Ja, man sieht so die Zeit, wie sich das entwickelt und das. Dass die Aussage mit, wir haben die Entwicklung bei den Batterien verpennt, offensichtlich auch wirklich sein kann, wenn das 30 Jahre im Schrank liegt. Also ja, Lithium-Ionen-Akkus gab es ja, waren ja so dann irgendwann, aber seitdem gab es halt nicht wirklich fundamental. Ja, und auch die haben Ewigkeiten gebraucht. Ja. Also, sorry, hab mich ablenken lassen, Entschuldigung. Finde ich immer sehr schön, wenn man sowas sieht, wie sich das dann weiterentwickelt hat oder wo das herkommt. Hier noch C64 User Port, Puffer- und Display-Platine. Genau, dann haben wir noch hier 1987. PC-SCART-Adapter.
Also da 86 hatten wir noch C64. Ich nehme an, dass es jetzt hier abnimmt. Strom aus der Sonne, Solartechnik. Ja. Laden mit dem Autoakku für C64, DCS-Software-Uhr. Okay, C64 also immer noch Solartechnik angesagt. Solartechnik hier Richtung selber bauen, bla bla bla, 1987. Für all jene, die sagen, 2000er, da kamen die Module auf. SMD-Technik, Surface-Mounted Devices, das war auch 87 noch nicht weit verbreitet. Also die Amigas haben seit 1991, 92 haben die SMD-Technik verwendet. Sind wir hier schon 87. Das Halbleiterheft. So, und dann haben wir noch ein paar einzelne hier von 1990. Videoeffekt-Mischpult 1998, Heftnummer 1988, Entschuldigung. Und hier sehen wir auch die fortlaufende Nummer, 216. Ah ja, also ja. Die erste war ja 70 oder 71 irgendwie so, die wir in der Hand hatten. Ne? Ja, genau. So, Hagen, dann stapel das doch mal irgendwie sinnvoll auf, weil jetzt kommen ja die nächsten Kisten. Weißt du? Also ich wollte auf jeden Fall sagen, saucoole Sammlung bisher. Wenn ihr da irgendwelche Highlights natürlich habt, wo ihr selber die Elektro habt und sagt, ey yo, komm, der Michi und der Dennis, die haben es drauf. Also um Gottes Willen nicht mich fragen bei sowas, aber die beiden haben es ja drauf. Guckt euch doch mal das Heft und den Inhalt an und diskutiert doch das vielleicht mal in der Back in Time im nächsten Mal. Ist das ein erlaubter Kommentar da unten? Please feel free. So, ein Krempel, was hier liegt. So. Ich stapel das jetzt gnadenlos da, Dennis. Du musst da jetzt durch. Ja, aber nicht die schönen Hefte zerknicken. Nein, habe ich jahrelang. Sie sind alle senkrecht und den lassen wir mal da oben als Beispiel. Ja. So. Was magst du? Nächste große Schachtel oder eher kleiner? Jetzt, genau, fang erst mal mit den großen Schachteln an. Und die kleinen sind, glaube ich, dann zum Teil auch Ergänzungen. So, wir bewegen uns jetzt mehr so Ende der 80er, Anfang der 90er. Wir bewegen uns durch die Zeit. Genau.